Hallo Freunde des guten Geschmacks, heute dreht sich alles um das hier, einen Apfel, denn wir machen einen Apple Teenie. Ja, starten wir mit 2cl Zitronensaft. Dafür nehme ich den Jigger, dafür habe ich leider keinen Aufsatz. Danach folgen direkt 1cl Rohrzuckersirup. Jetzt geht es weiter mit 4cl Wodka. Und zum Abschluss kommen nochmal 4cl Apfelschnaps. Wir haben dafür den Saum genommen von Sauce. So, das Ganze ist jetzt auch schon bereit zum Shaken. Ich werde das Ganze jetzt abgießen. Nochmal zusätzlich ein Eiswürfel reingeben. Ein Stück Apfel noch für den Geschmack und auch für das Auge. Hat eine sehr schöne grünliche Farbe. Ich hoffe, es schmeckt auch sehr nach Apfel jetzt. Ja, schmeckt sehr säuerlich, sehr nach Apfel. Liegt auch daran, vielleicht ein bisschen zu viel Zitronensaft drin, ein bisschen weniger hat vielleicht reingekommen, weil der hier ist auch sehr, sehr sauer. Auf jeden Fall sehr apfelig, schmeckt sehr gut. Also für die Leute, die unter euch die Scrubs kennen, die werden sich daran erinnern, dass JD des Öfteren einen Apple Teenie getrunken hat, deswegen wollten wir es auch mal ausprobieren. Ich hoffe, der kommt sehr gut an den ran, den er damals getrunken hat. Schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr gut, kann ich weiterempfehlen. Bei unserer Alkoholwertung würde ich sagen, der liegt bei 6 von 10, ganz einfach aus dem Grund. Der Sauce Apfelschnaps, der hat 15%, der Wodka hat 40,5%. Das beides zusammen ist schon eine Menge an Alkohol, ist aber nicht so viel aufgrund dessen, dass der Apple Teenie nicht viel Füllmenge hat und auch noch vermengt ist mit Zitronensaft, Rohrzucker, Eis etc. Das war es leider schon mit dem Video, aber ihr könnt gerne alles zu Hause selber ausprobieren. Und falls ihr noch nicht genug von uns habt, könnt ihr hier noch das Video von letzter Woche sehen. Das ist der Gin Fizz gewesen. Und falls ihr denn immer noch nicht genug habt, könnt ihr unten in die Infobox gucken. Da findet ihr die Social Media Links und findet auch noch andere Videos auf den Seiten von Facebook, Twitter und so weiter. Und bis dahin, ciao!